Hallo zusammen. Ein Video zur dunklen Seite des mütterlichen Archetyps. Oder einfach gesagt zur dunklen Seite deiner Mutter. Und dazu das passende T-Shirt. Also, mütterliche Liebe wird ja unisono in der Regel als sehr positiv beschrieben. Wir wissen heute, also meistens ist es eher die väterliche Liebe, die eher als problematisch beschrieben wird. Wir wissen aber natürlich heute, dass auch die mütterliche Liebe sehr problematisch behaftet sein kann, gerade in den ersten Jahren oder auch in der pränatalen Zeit, wenn das Kind sich im Mutterbauch befindet und die Mutter da alle möglichen Ambivalenzen hegt bezüglich ihrer Schwangerschaft, kann das schon an sich problematisch sein, kann dann schon zu pränatalen Geburtstraumen führen und dann im Geburtsprozess selber wieder zu Traumata führen und auch hinterher dann zu massiven Bindungsstörungen führen. Diese alten Erziehungsprogramme von zum Beispiel Dr. Johanna Hara, die ja in Deutschland auch lange en vogue waren, die gehen in die gleiche Richtung. Auch die ganzen Untersuchungen von Bowlby und Mary Ainsworth und so weiter verursachen dann häufig Entwicklungs- und Bindungstraumatisierungen, die dann ein Leben lang vorhalten und häufig zu lebenslanger Scham auch führen. Und das, ohne dass die Betroffenen das selber hinterfragen oder sich selber mal bewusst machen, sage ich mal, was quasi die Situation mit ihnen selber eigentlich also zu tun hat im Sinne der eigenen biografischen Erfahrungen, weil sie das alles immer nur auf sich beziehen und gar nicht so sehr auf die Erfahrungen, die sie im Außen mit den engsten Bezugspersonen gemacht haben. Und das soll jetzt kein Mutterbashing-Video sein. Es gibt natürlich auch eine dunkle Seite von Vätern. Ja, das ist, will ich ganz klar darauf hinweisen. Und wenn eine Mutter in bestimmten Situationen ist, hat das immer auch was, sich so und so verhält, hat das immer in der Regel auch was mit dem Mann zu tun. Beziehungsweise hat das auch wiederum mit der Biografie der eigenen, der Mutter zu tun, wieso bestimmte Sachen so laufen. Es ist aber eben so, dass die Beziehung gerade in frühen Jahren vor allen Dingen auch von diesem mütterlichen Element des Umsorgtwerdens oder zumindest der Sehnsucht danach, des Gehaltenwerdens, des Genährtwerdens bestimmt ist. Und das kann eben der Vater auch geben, aber eben nur bedingt ergeben, alleine weil er zum Beispiel keine Milch hat zum Geben. So, und gerade in dieser Anfangszeit, das wechselt sich ja dann bei den Kindern auch ab, wann welches Elternteil dann favorisiert wird auch. Also diese dunkle Seite der Mutter, damit ist gemeint quasi, sind die destruktiven Seiten im Grunde gemeint, die eine Frau, die dann Mutter wird, in sich trägt und dann als Liebe verkauft an ihre Kinder weiterreicht. Das ist ja ganz häufig so, dass gerade die ganz neurotischen Mechanismen, die dann eigentlich Kompensationsmechanismen für eigene Traumatisierungen sind, die man sich selber nicht angeschaut hat, dann eben weitergereicht werden an die nächste Generation. Schönes Paket, ne? Papier drum, Schleife drum und weg. Und Kinder sind da drin ja Meister, sind ja prädestiniert dafür, genau diese Punkte zu drücken. Und wie gesagt, gerade die Eltern und die Mutter installieren bei ihren Kindern auch wieder diese Punkte. Ja, da gab es mal so ein Cartoon, Herr Therapeut, warum kann meine Mutter meine wunden Punkte so drücken? Und der Therapeut sagt, ja, sie hat sie installiert. Ja, also so. Und das ist einfach ein Faktum, dass diese ganz frühen Verletzungen dann eben transgenerativ auch weitergegeben werden natürlich und dann biografisch in der Erfahrung mit den eigenen Eltern. Und das ist ganz häufig dann dazu führt, dass Kinder wirklich psychische Störungen entwickeln, weil sie versuchen, mit dieser Situation irgendwie umzugehen, die sie ja teilweise wie verrückt macht.
wobei das verrückt gemacht werden dann eher die Lösung ist für die Situation, aus der man nicht wegkommt. Die können ja nicht als Kind, also das Kind kann ja nicht Koffer packen und sagen, ich gehe mal ins Hotel oder zu Nachbarn, die freuen sich, wenn ich komme. Das ist ja nicht möglich. Und infolgedessen entwickelt man dann bestimmte Muster und Strukturen und ist selber nachher auch überhaupt nicht bindungsfähig. Und diese, ja, diese dunkle Seite mütterlicher Liebe, die kann ja auch die kann in die eine Richtung gehen, der Verwahrlosung oder des Ignorierens, kann natürlich auch gewalttätig sein. Und sie kann aber auch, was wir heute sehr häufig haben, gerade in der Millennial-Generation, sie kann aber eben auch sehr überprotektiv sein. Dafür haben wir dann diesen Begriff der Helikopter-Eltern ja auch. Betrifft natürlich auch wieder beide Elternteile. Wo dann einfach die Kinder ständig in Situationen reingedrückt werden, wo sie dann quasi 24/7 gepampert und versorgt werden, wo die Eltern schon zum Fadi-Heim fahren vorher und gucken, ob die Betten da angenehm sind für ihren allerbesten Sohn oder so, ne? Und das alles immer in Watte packen, das Leben. Das ist auch sehr schwierig, wo man sagen muss, die werden dann auch aufs Leben im Grunde nicht vorbereitet. Also 0,0. Dann kommt es natürlich dazu, dass gerade auch bei Jungs wiederum so Sachen wie Aggression und so weiter, Lebendigkeit, sehr früh wegnivelliert werden, wegpädagogisiert werden. Das machen dann auch gerne Lehrerinnen und so weiter. Das ganze Schulsystem fordert das ja auch, diese Fixierung und so. Das sind also wirklich ja, durch die Bank Probleme, die es da so gibt, denke ich. Es braucht natürlich irgendwann die Zurücknahme dieses überprotektiven oder überhaupt dieses gefräßigen Mutterarchetyps. Da gibt es ja auch in den Mythen verschiedene Bilder für. Und die alten Kulturen waren da immer sehr klar, wenn also ein Cut gemacht wurde quasi und man kam ins Erwachsenenleben rüber, und das war ja bei denen schon teilweise 13, 14, 15, wenn die Initiationsriten gemacht wurden, dann gab es von Mutti keinen ungefragten Ratschlag mehr. Da könnten wir uns ja vielleicht heute mal was von auf die Fahne schreiben. Das geht ja heute, viele haben ja das Gefühl, viele Männer, wenn ich sie frage, haben immer das Gefühl, sie sind immer nicht erwachsen, obwohl sie schon 40, 50 sind oder noch älter zum Teil. Und das hat auch was damit zu tun, dass man das irgendwie dass man sich da nie wie abgenabelt hat. Auch von dieser destruktiven Seite nicht. Und das ist auch interessant, wenn es selbst heutzutage ein gutes Verhältnis gibt mit den Eltern oder gerade auch mit der Mutter, kann es trotzdem sein, dass dieser destruktive Archetyp von dieser dunklen Seite der Mutter immer noch in den Kindern weiterlebt oder dann auch in den Enkelkindern schon. Das wird dann wieder weitergereicht, wenn man das nicht aufarbeitet. Und dann einfach mit der Außenbeziehung an sich gar nichts mehr zu tun hat, weil die vielleicht schon gut ist oder vielleicht ist die Mutter schon tot. Und trotzdem wird diese destruktive oder dunkle Seite immer noch weiter kultiviert von den nachfolgenden Generationen, die da quasi wie so ein Commitment mit haben, was schon ein bisschen pervers ist, weil da ist immer noch diese alte Logik dahinter. Ich muss diese Seite weiter kultivieren, in der Hoffnung, vielleicht doch gesehen zu werden, geliebt zu werden, eine gute Tochter, guter Sohn zu sein. Und damit haben, glaube ich, ganz viele Menschen einfach in der heutigen Welt zu tun. Ja, weil mit Bindungserfahrungen, die negativ waren, haben wir alle irgendwie zu tun, sind fast alle irgendwie zu früh abgegeben worden, zu früh abgestillt worden, zu früh nicht mehr getragen worden, zu früh ins eigene Bettchen gepackt worden, in Gitterstall. Wir haben in unserer westlichen Welt heutzutage fast alle diese überwältigenden Erfahrungen gemacht. So, das kann man auch nur verstehen, glaube ich, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Trauma beschäftigt, dann wird einem das klar, dass wir eigentlich alle diesbezüglich einen Weg haben, mehr oder weniger. Das kommt natürlich auf individuelle Ressourcen und Strategien auch an, die man dann daraus wieder entwickelt hat. Ja, und was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist das Thema der Trennung und Scheidung. Da sind Mütter immer noch klar übervorteilt gegenüber den Männern, was hinterher so Möglichkeiten der Erziehung und so weiter angeht. Und da läuft auch sehr, sehr viel schräg mit so einem emotionalen Missbrauch hinterher, dass dann die Kinder dann gegen den Vater ausgespielt werden. Natürlich gibt es auch da wieder andere Betrachtungsweisen. Ich bin jetzt ja auf dieser Seite, sich das mal anzuschauen. Das heißt, da werden dann Konflikte ausgetragen, die eigentlich mit dem Partner ausgetragen werden sollten. Das kommt dann von dieser Mutterseite eben. Oder eben dann halt, weil die Mutter sich einsam fühlt und alleine fühlt und
ja, ihr Leben sowieso nicht so richtig gelebt hat, so gefühlt, wird die Tochter oder der Sohn dann zu so einem Ersatzpartner gemacht und man ja, ist da auch ein Stück weit übergriffig. Winterhoff hat da viel zu geschrieben, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. Dass Kinder dann ständig Informationen bekommen von der Mutter, was weiß ich, bis hin zu Probleme mit dem neuen Partner im sexuellen Bereich, ja, keine Ahnung, als wo denen alles erzählt wird und die völlig überfordert und überwältigt sind. Ja, das ist also auch ein häufiges Thema mittlerweile, weil irgendwie jede 2, irgendwas Ehe wird ja mittlerweile auch geschieden. Und ja, da gibt es auch sehr viel von dieser Thematik. Das Spannende ist auch, finde ich, dass die ganze Geschichte dieser Patriarchatsforschung häufig auch eben das Mütterliche sehr idealisiert und das Männliche oder Maskuline eben dann entwertet. Und das sehen wir natürlich momentan auch gerade in der Werbung überall. Also gerade der westlich privilegierte Mann, so heißt das ja in bestimmten Kreisen, der wird also immer als Vollidiot dargestellt und kann nicht mal eine Waschmaschine bedienen oder irgendwie sowas, ja, und lächerlich gemacht so, ne? Und viele Männer im Westen sind ja auch ein Abbild, ja, oder wie soll ich sagen, nicht gerade das Abbild eines Mannes mit Rückgrat, sondern sind häufig eben eher ein Abbild von irgendeiner Abziehfigur. Und das hat auch was damit zu tun, dass das maskuline Ich nicht aus diesem Mutterarchetyp herausgelöst wurde, wie Jung das mal nannte. Und das Spannende ist aber, wenn man sich dann Patriarchatsforschung hin oder her, wenn man sich dann mal anschaut, was in den Familien eigentlich los ist, da sind ganz häufig, was ich so höre, gerade aus dem letzten Jahrhundert, viele Männer waren tot, ja, also gab ja häufig mehr Frauen als Männer in den Familien. Oder gerade das Oberhaupt war dann eine Frau. Auch der ganze Wiederaufbau ist ja im Wesentlichen auch von Frauen mit vorangetrieben worden. Und die waren natürlich ziemlich tough, ja. Die haben auch viel schlimme Sachen erlebt, die Frauen, und mussten infolgedessen auch tough und hart sein. Und ja, in den 50er, 60er, 70er Jahren, da wurden viele Familien einfach von den Frauen auch ganz stark dominiert. Da hatten die Männer häufig nichts zu sagen. Und das ging dann natürlich weiter auf die Kinder. Und das habe ich hier in der Praxis sehr, sehr oft gehört. Natürlich gab es oft auch Männer mit Gewalt, aber gerade so ist so eine emotionalen Ebene. Frauen machen das dann ja häufig eher über diese emotionale Schiene. Was nicht weniger schlimm ist, ja, Stichwort emotionaler Missbrauch, da ist, ja, da ist einfach sehr viel auch im Argen und da braucht man überhaupt nichts idealisieren, gerade auch in Bezug auf eben, was ich gerade sagte, dieses ganze Thema Matriarchat, Patriarchatsforschung, weil da sind eben viele Frauen unterwegs, die einseitig das Feminine, wie, ja, einfach idealisieren, muss man einfach so sagen, ja. Ja, also ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben zu diesem ganzen Komplex, hätte ich beinahe gesagt. Vielleicht hast du damit ja auch mehr zu tun, als du meinst. Ich arbeite an diesem Thema auch schon seit vielen, vielen Jahren in der Intensivarbeit, natürlich auch an der destruktiven Seite der Väter, weil die ist genauso wichtig. Wenn der Vater zum Beispiel nicht da ist, um das Kind aus der Sphäre der Mutter herauszubringen in die Welt, so war das ja früher. Dann fehlt da auch schon was ganz Elementares. Und das ist ein Teil auch in diesen Intensivwochen, was ich hier so mache mit Leuten, an diesen Themen zu arbeiten. Also, in diesem Sinne, schöne Grüße und ja, lichtvolle Grüße. Vielleicht kannst du auf die dunkle Seite deiner Mutter in dir ja ein wenig Licht bringen. Oder konntest das jetzt? Alles Gute, Jörg Fuhrmann vom Freiraum-Institut am Bodensee. Tschüss.